Nachdem die letzte Episode so gut ankam, habe ich mir gedacht, wir drehen das Ganze heute nochmal und zwar füllt die Lücke heute mit zwei Gästen nur. Also wir spielen das Ganze zu dritt, weil es letztes Mal ein bisschen Komplikationen gab. Ich erkläre es auch nachher nochmal ein bisschen genauer, wie das Spiel geht, damit es auch jeder checkt. Zu meiner linken Seite habe ich einen Gast. Gut, den brauche ich jetzt nicht lang vorstellen. Nico? Oder willst du eine extra Begrüßung? Extra Begrüßung bitte. Okay, dann komm jetzt rein, dann kommt jetzt die extra Begrüßung. Ja, okay. Und jetzt Leute, für den zweiten Gast, stellt euch so ziemlich das Schlimmste vor, was kommen kann. Nee, noch schlimmer. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Leute, wir schließen alle kurz gemeinsam die Augen. Ich frage mich, wie schlimm kann es werden? Wer könnte derjenige sein, der Dritte in dieser Reihe ist? Ist es wirklich so schlimm? Da brauche ich jetzt, glaube ich, nicht lange was erklären, Leute. Ich denke schon. Ich erkläre ganz kurz aber schon mal das Spiel. Und zwar für die Lücke geht folgendermaßen. Hinter der Kamera haben sich die Jungs einen Satz überlegt, in der sich eine Lücke befindet, plus 5 Auswahlmöglichkeiten. Wer als erstes einen YouTuber-Song nennt und noch ein passendes Wort von den 5, bekommt 3 Punkte. Der zweite 2, der letzte 1 Punkt. Jeder von uns hat nur eine Möglichkeit, einen Song zu nennen und eine Lösung. Falls die Lösung nicht stimmt, ist er raus. Morgen! Du musst schon sagen, wenn ich die Augen wieder aufmachen kann. Ach so! Oha! Oha! Du kannst die Augen aufmachen. Ach du heilige Scheiße, was macht denn der Spaß hier? Ach nee! And the Oscar goes to... Seal that up. 15 Uhr! Es geht los mit dem ersten Satz, bitteschön. Bevor Nico schlafen geht. Bauerwagen, doch. Ja, bitte. Hol er sich einen runter. Punkt 1 war ganz oben auf meiner Liste. Photoshop! Bitte? Putzt er sich nicht die Zähne. Oh mein Gott! Was? Aber das ist einfach nur ein Running Gag, eine Lüge, das stimmt nicht. Ich denke schon. Wapp, wapp. Bitte schön. Zieht er sich aus? Nein. Wenn Sascha geht seine Welt unter. Alles klar, Digga. Lacht. Das ist aber das Erste. Oh. Eine Million. Ja. Nicht wächst. Nee. Nur mit dir. Okay. gekillt wird. Nee. KS ist ein Punkt, Punkt, Punkt. Fahren! Ich muss es piepsen. Das wird jetzt viele Zuschauer enttäuschen. Zombie Paint! Arrogantes Arschloch. Hab ich leider. Gibt's doch nicht. Zombie, Hate Crime, Spasti. Hab ich leider auch nicht. Nein! Hä? Was? Jetzt sag mir bloß nicht Österreicher. Schlechter YouTuber, mhm. Musiker, mhm. Audi-Fahrer. Herr Audi ist gut gekommen. Ja, ja, ja. Loser und Dummkopf. Was kann ich nur tun? Maul halten. Sascha ist ein Punkt. Kein Plan, kein Respekt mehr. Lauch. Nummer 1 auf der Liste. Alles Fake, Jennergy. Sascha ist ein Kurzfilmproduzent. Oh. Kurzfilmproduzent. Everyday Saturday, Pantoffelheld. ApoRed hat im Knast gemacht. Martin, bist du dumm? Texte geschrieben. Das erste auf meiner Liste. 3 Punkte. Ja, Everyday Saturday Remix. oh mein Gott, Mann. Seine Haare wachsen lassen. Das ist leider. No, oh mein Gott. Hashtag, Hashtag. Ja. Wow. Über sein Leben nachgedacht. Yeah. Oh mein Gott. Wow. Nico hat kein gehabt. Nummer 1. Geschlechtsverkehr. 6. Ganz oben. Lea Machère Distrack gegen Julian Bam. Okay. Nico hat kein Audi gehabt. Nein. Okay, Leute, ab jetzt geht's los! Distrack von Mimi an Leon Machère. Okay. Humor? Nein, leider nicht. Das ist eine Frechheit, Digga. Krabbis Talente sind. Pum, pum, pum. Dinger, Julian Bam, Distrack gegen ApoRed mit mir zusammen. Tanzen. Ganz oben auf der Liste. Fuck, Einfach ab der Kamera. Auf dem Kinn balancieren.
Platzieren ist auch drauf. KS, 2 Punkte. Got it! Mimi, Unge-Song. Nichts. Chillen habe ich drauf, würde ich gelten lassen. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich muss mich bei einer Person ganz ehrlich und offen jetzt bedanken. Kurzer Hashtag RealTalk. Ich muss mich bei einer Person bedanken, die jetzt einfach mit einer anderen Person sich den Aufwand genommen hat, um nach Stuttgart zu fahren. Ganz spontan, es war schon länger ausgemacht. Aber da kam sie wirklich, muss ich sagen, Hand aufs Herz, kam die wirklich lange hier angefahren für dieses Video und generell für mehrere Videos. Ihr wisst, der Hashtag Kuzember läuft. Alle Jungs haben schon Videos hochgeladen. Einfach unten die Kanäle abchecken. Mein Dank geht raus an Spendi und an Peter. Jungs, danke, dass ihr den Weg nach Stuttgart auf euch genommen habt. Leute, ich würde sagen, falls euch das Format gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Wenn es wieder heißt, Kuzember, 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 oh mein Gott.